Sommer in Fortnite EDW. Das Sommer-Event 2023 ist in Fortnite Rettet die Welt zurück und das bedeutet natürlich nicht nur, dass viele, viele coole Dinge zurück sind, nein auch, ja, die Unterfangenzone ist wieder am Schlüssel und das ist jetzt die verwüstete Ödlandzone. Wir werden jetzt heute mal alle Unterfangen, Belohnungen von, ich taufe das mal Battle Pass, die Leiste ganz oben, vorstellen, euch mal quasi sagen, was man denn da so verdienen kann. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht zu lange rum. Gerne Abo, Like, Glocke da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen, wenn ihr auch gerne mal einen Kommentar dazu schreibt, wie ihr das findet. Und jetzt halte ich meinen Mund und wir legen einmal los. Wir gehen auf die Ressourcen, denn hier kann man das immer auch bildlich ganz gut mit demonstrieren, was denn so abgeht. Ich werde auch heute wieder ein bisschen was dazu sagen. Vor allen Dingen für die Leute, die erst angefangen haben, ist es vielleicht ganz gut, mal so ein bisschen auch zu sagen, ne, was stelle ich jetzt vor und für was kann man das im Endeffekt auch einsetzen. Und natürlich werde ich das wie immer auch wieder so machen, dass wir viele, viele Dinge überspringen werden. Es gibt insgesamt so grob gesehen 50 Level in diesem Battle Pass. Wir werden heute nicht alle einzeln beleuchten, weil viele auch ja, Level daraus bestehen, dass man einfach nur Vorteilsfixe oder sowas bekommen kann. Das ist jetzt nicht so das ganz Krasse. Das Krasse sind dann eher so Dinge wie hier dieses Zeug, ne, was so ein bisschen auch exklusiv in diesem Unterfangen zu einem Battle Pass drin ist. Deswegen werde ich jetzt ne, Level 5, Level 10, 13, 16, 17 und so weiter vorstellen. Da ist ein bisschen was eben dazwischen, was fehlt. Eben das sind so die irrelevanteren Dinge. Ich stelle euch heute das Präsente, Interessante vor. Und wir legen mal los. Mit der Stufe 5 und mit der Stufe 10, da gibt es ein legendäres Streuschatzlammer. Ja, genau. Das kann man hier oben auch schön sehen. Das sind quasi, ja, so diese 500 Röntgen-Tickets-Lammas. So definiere ich das jetzt einfach mal. Ja, mit denen man auch am Anfang von EDW als Neuling, ist jetzt nicht böse gemeint, wenn ich das so sage, ja, ganz gut etwas schaffen kann. Da sind ganz coole Dinge drin, meine ich. So, das gibt es quasi zweimal. Und genau, auf der Stufe 13 bekommen wir dann auch etwas, was sehr viele sehr gut gebrauchen können, was viele sehr interessiert. Und das ist das sogenannte Waffenrekrutierungsticket. Was man damit tun kann, ja, eine x-beliebige Eventwaffe, eine Eventskizze aus der Sammlung herausholen. Na, wenn ich die jetzt hier will, okay, das geht jetzt neuerdings auch mit Kraftquellen bei vielen Dingen. Was können wir denn jetzt mal als Beispiel nehmen? Geht die hier? Ja, genau. Kann man sich die hier eben rausholen. Da gibt es dann auch eins für die Helden. Das gibt es auf der Stufe Nummer 20. Damit kann man sich dann quasi Event-Helden aus der Sammlung rausholen. Genau. Ja, geht nicht bei allen. Einige Dinge sind wirklich so exklusiv, dass die gar nicht mehr zurückzubekommen sind. Wie zum Beispiel hier. Den könnte ich jetzt noch holen, weil ich den ja schon habe. Verständlich. So, gut, wir waren jetzt bei der Stufe 20. Das ist schlecht, denn ich habe diese 16 und die 17 noch nicht beleuchtet. Auf der Stufe 16 gibt es 100 legendäre Kraftquellen, die kann man sich auch im Shop kaufen. Gibt es aber immer sehr selten welche, also wöchentlich nur 50, glaube ich. Und deswegen ist es ganz gut, sich die auch zu holen, denn damit kann man ja Sachen aus der Sammlung zurückholen, was damals mit V-Bucks ging. Und auch neuerdings einige Skizzen kann man rausholen, die man früher noch mit diesen Waffentickets bekommen konnte. Aber da bin ich wirklich raus. Das ist ganz unstrukturell. Das muss ich noch mal ein bisschen durchleuchten und dann mache ich noch mal ein Video dazu. Das ist ja auch jetzt nicht so brisant. Wir kommen. Also es ist schon brisant, aber jetzt für dieses Video. Kampfvorteil ist fix, gibt es auf der Stufe 17. Das ist auch ein sehr cooles Item, was jetzt nicht ganz so oft benutzt wird, gelegentlich, aber schon. Damit kann man sich das letzte Perk einer Waffe ändern. Zum Beispiel hier, wenn ich keinen Leitschaden möchte, sondern dieses Ausbremsen-Perk, kann ich das dann somit quasi ändern. Genau, mit R3 kann man das dann auch sehen. Ist quasi durch die Unterfangzone exklusiv zu bekommen. Ja, das ist halt auch eines der, sage ich mal kurz noch mit, Dinge eben an der ganzen Unterfangen-Materie. Es gibt wirklich Items, die man wirklich ausnahmslos nur dort bekommen kann. Ja, und die auch wirklich einen hohen Mehrwert fürs Spiel bilden. Deswegen ist es schon wichtig, immer mal ein bisschen zu grinden. Das machen wir ja zurzeit auch live. Gerne mal reinschalten, deswegen gerne Glocke aktivieren. Aber es ist natürlich viel Aufwand. Also, ja, aber. Mir wurde gesagt, dass die Saison 16 ist das jetzt. Schon krass, ne? Das vierte Mal gibt es jetzt die Wüstenzone. 2020 kommt das hier rein. Ist auch egal, dass das somit die einfachste sein soll. Mit dem Leveln her, vom Leveln her. In der Wüstenunterfangen. Venturier. Zone oder wie sich das auf Englisch nennt. Ist auch egal. Stufe Nummer 22 gibt es noch einmal 100 legendäre Kraftquellen. Und auf der Stufe 25, da gibt es den ersten Verbesserer für die Überlebenden. Was kann man damit tun? Ja, logischerweise einen Held über 130 hauen, eine Skizze über 130 hauen, die mythischen, die gehen dann sogar noch höher. Wir ja, können dann bis zu 144 bei den normalen Helden und eben normalen Skizzen hoch. Bei den mythischen Anführern 150 und bei diesen absolut höchst gelevelten hier 161. Weiß nicht, wie ich das nennen soll. Bei der Caroline und bei dem Joel. So.
ja, ist quasi dafür da, um die Sachen hochzuhauen. Auf über Level 50, soll ich das sagen? 52 und höher. Ihr wisst Bescheid, dass die Sterne blau werden. Ich muss das jetzt nicht erklären. Auf der Stufe Nummer 28 gibt ist den ersten Verbesserer für die Fallen. Also ist quasi dann das gleiche, nur eben für die Fallen, ist ja logisch. Die sind dann nicht rot, sondern gelb, die Verbesserer. Auf der Stufe Nummer 31 gibt es nochmal zwei Verbesserer für die Überlebenden. Auf der Stufe 33 gibt es 450 Vorteilsplusse zum Pürgen von Waffen auf goldene Perks. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Lila noch habe, kann ich die damit auf die goldenen hochhauen. So, dann haben wir die Stufe Nummer 34. Da gibt es den blauen Verbesserer für die Helden. Gleiches System für die Helden. Und auf der Stufe 37 nochmal drei Verbesserer für die, genau, Überlebenden. Da gibt es sehr viele, ist auch wichtig, denn wenn man das Maximallevel von 146, vielleicht sogar schon 147 erreichen möchte, muss man versuchen, so viel wie möglich von den Dingern zu haben. Gut, denn die sind wichtig, auch was das Level angeht. Ne? Ist ja logisch, deswegen gibt es da auch einen Battle Pass mehr. Ne? Das ist klar. Gut, dann haben wir die Stufe Nummer 40. Oh, das ist, glaube ich, so das Lieblingslevel der Spieler. Das ist das erste Verbesserchen für die wunderschönen, fantastischen Waffen. Das sind die grünen. Das sind die grünen Verbesserer. Das ist jetzt eine Falle. Genau, die grünen. Da gibt es auf der 40 eine und auf der 42 gibt es nochmal vier Verbesserer für die Überlebenden. Auf der 44 nochmal einen für die Helden, also Verbesserer, Supercharger heißen die. Dann haben wir auf der 46 nochmal fünf für die Überlebenden, also man bekommt wirklich sau viel davon. Auf der Stufe 47 gibt es nochmal 600 legendäre Vorteilsplusse und auf der Stufe 48 nochmal einen für die Fallen. Verbesserer. Auf der Stufe 49 nochmal einen für die Helden und auf der Stufe wunderschönen 50 nochmal einen für die Waffen. So, dann geht es auch noch ein bisschen weiter, natürlich für die, die weiter grinden wollen. Da bekommt man dann auf der 51 zum Beispiel noch 1,2k von diesen Vorteilsfixen, auf der 62 nochmal 140 Regentropfen, 650 Season Gold, auf der 53, auf der 54 100 Lightning in the Bottle, blitzender Flasche. Dann auf der 55 750 epische Vorteilsplusse, auf der 56 60 Auge des Sturms, auf der 67 oder 57, also das ist immer dann, ne, also 57 und 67 und so, das geht dann immer in diesen 10er Schritten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Deswegen stelle ich das auch so ausführlich vor, für die, die auch bis Level 100 grinden. Ne, die 10 Sachen, die ich euch jetzt sage, ne, das ist dann immer wieder im Wechsel. Ach, kein Plan, wie ich das definieren soll. Level 50 haben wir nochmal 50. Nein, jetzt bin ich durcheinander gekommen. 58, 68, 78, so in diesem Schema gibt es nochmal 50 Sturmsplitter. Genau, auf der. Das ist völlig nervig. 59 nochmal 650 Season Gold und dann auf der 60, 70, 80, 90, 100, 200, 1000 gibt es nochmal 600 legendäre Vorteilsplusse. Ihr könnt mal reinschreiben, was eure Rekord waren mit dem Level der Season. Also ich bin, glaube ich, mal 38 gekommen. Mehr war es auch nicht. Nein, das kann nicht sein. Ich war 41, sonst hätte ich ja keine Waffenverbesserer. Ist auch egal. So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen ein bisschen ausführlich vorgestellt habe. Es gibt zum Beispiel auf der Stufe, glaube ich, 3 gibt es noch ein paar Tickets für die Lamas, die jetzt wieder zurück sind. Diese Sommertickets für die rockigen Lamas. Und sonst halt, ja, gibt es in diesen Zwischenstufen eben genau diese Items auch nur in einer geringeren Variation, wie die bei 51, 52 bis 60, diese ganzen Sachen hier, diese Vorteilsressourcen, ihr wisst, was ich meine. Ach, ich will das immer so ausführlich erklären, es weiß am Ende doch eh jeder, was abgeht. Ist doch wahr. So, Level Missions Unlock. Übrigens, wenn ihr im Fortnite BR Shop seid und irgendwas kauft, hier gerne FVM eintragen. Nein, nicht FVM. Und dann stelle ich euch noch mal kurz eine andere wichtige Sache vor. Wir sind erstmal mit dem Wichtigsten durch. Und zwar, wie man denn die nächsthöheren Level-Missionen freischalten kann. Wenn man natürlich durchgrinden möchte, jetzt nicht gecarried wird und im Battle Pass schnell aufsteigen möchte, deswegen sage ich das mal noch schnell, braucht man natürlich auch bestenfalls hohe Missionen, um schnellen Fortschritt zu erringen. Ich kann jetzt mit Level 9 erst Level 15er Blitzmission starten, was aber nicht schlimm ist. Ich empfehle euch generell, das gehört zwar jetzt nicht ins Video, aber das sage ich schnell, immer die Missionsalarme zu spielen, Missionen, die doppeltes Unterfangen-EP geben, als Missionsbelohnung im Generellen, wie zum Beispiel hier. Ja, wenn ihr Level 10 seid, das möchte ich sagen, das heißt, wenn ich jetzt das Lama bekomme, das heißt, bald bekomme ich dann Blitzlevel 23.
Zonen. Wenn ich Blitzlevel, ne, nicht Blitzlevel, wenn ich Battle Pass Level 11 bin, mit dem Blitzlevel hat es ja nichts zu tun. Das ist eigentlich fast irrelevant. Mit dem, genau, Battle Pass Level 11 kann ich dann 34er Missionen starten. Battle Pass Level 15 46 Blitzmissionen. Battle Pass 20 58 Blitzmissionen. Battle Pass 23 70 Blitzmissionen. Battle Pass 28, ne, Battle Pass 28, dort wo man dann auch den ersten Fallenverbesserer bekommt. Kleiner Fun Fact, 82er Missionen, dann auf der Levelstufe 31 94er Blitzmissionen, Level im Battle Pass 34 gibt es die 108er Missionen, Level 39 im Battle Pass 124 Blitz und Level 43 schaltet man die höchsten 140er Blitz frei. 160er Blitz gibt es nicht und auch generell mehr dazu zu sagen gibt es, glaube ich, nicht. Außer dass man unter anderem, kleiner Fun Fact, noch auf der Stufe 3 sich Dinge freischalten kann. Ja, hier genau. Im Battle Pass, das hatte ich vorhin noch nicht gesagt, das ist vielleicht auch noch ganz relevant. Diese drei, nein, 500 Sommertickets kann man sich dann noch erwirtschaften, wobei man sich die neuen rockigen Lamas kaufen kann. Genau. Neues Paket hier wird auch wahrscheinlich bald kommen, um das nochmal kurz zu beleuchten. Sonst, wie ich am Anfang sagte, es gibt vieles wieder zurück. Nicht nur die Unterfangs, sondern auch den Hochstapler und die Straße zum Sommerauftrags. Serien, Questness, Dingsness, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder auch gerne live mal dabei sein wollt, gerne mit vorbeischalten, würde mich sehr freuen. Schreibt eure Fragen und Dinge natürlich nicht nur gerne in die Kommentare, sondern eben dann auch im Livestream-Chat, um nochmal, ja, das, um den Fakt zu schaffen, dass wir nochmal live darauf eingehen können. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Leveln. Wenn noch was ist, wirklich teilt es mir gerne auch mit, falls ich was vergessen habe. Ja, und dann wünsche ich euch alles Liebe. Euer Florian FVM. Dankeschön und frohes Grinden. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ciao. Ja, und hier wird noch Gruften und Salzwasseruntiefen angezeigt. Clap in den Chat an FN und Epic Games. Liebe Grüße.